Aber man merke, sei am Anfang dieses, dieser Plattform. Das wäre schlau. Also, mach das jetzt. Ja. Ich bin jetzt ganz konzentriert. Weiter geht's. Roy. Weiter geht's. Roy. Geht's hier weiter? Ach ja, nee. Hätte ja sein können. Shortcut. Du hast nur 300 Sekunden Zeit. Ich weiß, das ist sehr knapp. Jetzt geht's wieder nach rechts. Und wieder nach links. Und wieder nach rechts. Tatsächlich. Woher wusstest du das nur? Keine Ahnung. Ja, diese Ironie. Flamme. Habe ich wieder fast vergessen zu laufen. Ich war schockiert. Oh, das ist hier voll Multitasking. Jetzt, man muss laufen. Bleib vorne. Und ausweichen. Oh. Vorne bleiben. Das klappt ja schon gut mit dem vorne bleiben. Geht auch so. Schön drauf bleiben. Ja, ich mach. Drüber springen. Okay. Geh ein Stück, warte. Und okay, und jetzt? Rennen. Vorsicht, da kommen diese feuerspeienden Dinge. Die da oben. Vorsicht! Und jetzt? Was soll ich machen? Weiter, rechts. Links ist nur für den... Und der P-Switch? Der P-Switch ist für die Blöcke da oben. Soll ich den mal aktivieren? Ja, wenn du wieder zurück willst? Nein. Jetzt muss ich erstmal gucken, das Muster mit dem Feuer hier. Kommt jetzt noch Feuer? Ja, da. Warum bin ich nicht gesprungen? Ja, ich weiß es nicht. Nein, wollte ich nicht. Und jetzt? Wie hast du das denn gemacht? Mit Start. Jetzt bin ich wieder dran. Cool, du kannst eine Runde abbrechen, das wusste ich ja gar nicht. Jetzt bist du schlauer geworden. Ja, wir lernen immer mehr dazu, was das Spiel noch für Funktionen hat. Wir lernen immer mehr dazu, du lernst von mir. Ja, okay, dann lerne ich halt. Ist auch lustig, ich lade diese Let's Play Togethers hoch und habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich doch auch nicht. Ja klar, du weißt doch die Secrets und sowas. Okay, ein oder zwei Secrets wusste ich auch mal. Aber das ist schon lange. Ja, das war irgendwie ein paar 3 oder 4. Ui, das war auch wieder knapp. Das war jetzt uncool. Und das war jetzt auch nicht mein Fehler. Konnte ich ja nicht ahnen, dass das Feuer da durch die Blöcke geht. Nee. Also, die Erfahrung hat gezeigt, dass das Feuer nicht durch Blöcke gehen kann. Man darf sich nicht auf die Erfahrung verlassen hier. Ja, auf die Geschichte auch. Nee. Man muss einfach nur... Ja, konzentriert sein. Stille. Jetzt kommt wieder Zeitraffer. Und weiter geht's. Juhu! Jabba dabba du! Wir fangen aber zumindest jetzt wieder in unser altes Muster rein. Level 10 mal zeigen. Ja. Also beim Boss sei es uns verzogen. Obwohl wir Ludwig relativ schnell besiegt haben, ne? Beziehungsweise du. Jo. Relativ schnell. Das wird die Menschheit nie sehen. Ja, das ist das Problem. Das traurige Problem. Weil das war, wir haben eine Stunde wirklich aufgenommen und einen Boss besiegt. Ja. Hä? Das ist neu. Das ist ja zweite Schwierigkeitsgrad. Ja, ich glaube auch, der Schwierigkeitsgrad nimmt immer mehr zu hier. Wenn du es jetzt 10 Mal schaffst, dann wird's schwieriger. Dann kommen irgendwann Flammen von allen Seiten, man kann das gar nicht mehr schaffen, da muss man neu anfangen. Irgendwann ist dann nur noch ein Block auf dieser Plattform. Wo man fällt durch irgendwelche Blöcke, wo man vorher nicht durchgefallen ist. Wo
Oder ist es Scrolling-Level? Oder sowas. Ist ja auch scheiße. Sowas bei Lava. Scrolling-Level und Lava sind scheiße. Dieses Scrolling-Level mit dem einen Zeug war ja schon kacke. Och Mann! Jetzt will ich zurückbleiben, weil ich denke, die Flammen kommen da durch. Jetzt kommen sie nicht mehr da durch. Oh, voll verwirrend. Der Wink der Schicksal. Mann! Was bist du denn? Es war so rutschig. War auf dem Weg nach links. Rutschig. Passt einfach nicht auf. Ich habe aufgepasst. Ja, sonst. Aber ich habe auch gelernt, dass bei den Stacheln die Blöcke nur nach vorne, also nach rechts gehen. Die gehen kein einziges Mal wieder zurück. Ja, wäre auch ein bisschen blöd. Bisschen blöd, wenn. Wenn. Boah, dass dieser monotone Hintergrund damals nicht gestört hat. Da heißt man hier mit Spielen beschäftigt, ja. Ich achte jetzt auch nur drauf, weil du gerade dran bist. Gut, jetzt kommt ein bisschen Abwechslung hier mit dem Grau oben und unten und jetzt wieder. Im Prinzip fahren diese beiden Blöcke ja auch über unsichtbare braune Blöcke, ne? Diese vorne und hinten. Echt? Watcha! Ja, wenn du mal drauf achtest, wenn er so gerade fährt, da bewegen sich nur die ersten beiden. Ja. Stimmt. Stimmt! So, pass auf, drei Flammen von unten und eine von rechts. Ich dachte, das wäre breiter. Gut, dass wir immer noch so einen guten Spruch drauf haben, wenn wir sterben. Irgendwas fällt uns dann immer noch ein. Ich werde der Ausreden nicht müde. Ja. Das sind ja gepunktete Wände. Wer hat bitte schon gepunktete Wände bei sich zu Hause? Roy. Roy ist halt ein Trendsetter. Oh, nee, Ludwig. Ach nee, Ludwig war ja der Musiker. Ja, Ludwig ist sehr exzentrisch, glaube ich. Musikgenie und so. Jetzt geht's wieder. Komisch. Jetzt ist es wieder repariert. Kontrolliert alles. So, jetzt geht der hier runter, dann kann ich hier entspringen. Jetzt gucke ich nach oben. Aber ich da muss mich auch weiter bewegen. Der ist zwar knapp, aber na. No. Ah! Was machst du? Warum bin ich... Mann! Pass doch mal auf! Kacke! Von außen. So eine Kacke. So eine Kacke. Nicht fluchen, besser machen. Aber das Fluchen stärkt mich. Wenn ich jetzt dieses andere Illusion Forest Level Ding da schaffen könnte, wenn ich wüsste, dass ich das jetzt könnte, dann würde ich es machen, aber das, ich kann das nicht machen, weil ich da wahrscheinlich auch verrecken werde. Ja, was willst du denn das da machen? Das ist doch hier für... Ja, dann haben wir zwar nur das Geisterhaus freigeschaltet, aber wahrscheinlich käme ich dann mit einem Pilz da raus. Und da hätte ich mich einmal treffen lassen können von so einem Dorn. Oh. Also mein letztes Leben probiere ich jetzt nochmal so. Ist ja gespeichert. Ja. Wir sind noch nicht gekommen. Nee. Ein Level erst geschafft. Ja. Wir haben ein Level auf zwei verschiedene Art und Weisen geschafft. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Es ist richtig. Außer jemand, der das Spiel spielt. Außer jemand wie wir. Ja. Wir können es. So, funktioniert die Flamme? Funktioniert die Flamme? Funktioniert die? Ja, sie funktioniert. Perfekt. Das ist unglaublich, wie da die Spielmechanik geht, die bewundert, die aber erstaunt immer wieder. Tja, 20 Jahre alte KI, ne? Mittlerweile über 30, glaube ich schon. Ja. Wird er immer mehr. Ach, Mann! Du musst den gleichen Fehler, ja. Ja, ich weiß.
Ich würde das, ich würde da mal drüber nachdenken. Oh, komm, eins, Chris. Oh, komm, hier, eins. Oder auch nicht. Da, jetzt, ja. Ich war noch nicht gepeilt, was man da bei der Lebensaustausch drücken muss, aber. Ich auch nicht. Ich drück dann auch immer was, obwohl du gerade dran bist. Aber irgendwie klappt's dann immer. Das ist so dämlich. Weil dieser Dorn das ist mal was Neues. Dieser Dorn bewegt sich schon, wenn ich nur auf den Zug komme. Und er fällt aber erst runter, wenn ich ganz in der Nähe bin. Ja. Ja, aber was? Ist das Prinzip dabei, oder was? Du hast es ja fast. Ach so. Also ich bin immer noch für Checkpoints in Türmen. Beziehungsweise Schwestern. Kannst du ja das Spiel nochmal neu, Ja, ich stelle eine Petition und dann sollen die das Spiel nochmal entwickeln mit den Checkpoints. Aber irgendwie finde ich das hier nicht so nervig wie Lemmy. War auch ja, Lemmy, ne? Nach 30 Mal wird es schon nervig. Ja, aber irgendwie ist es ja nur mein Fehler und. Nee, es ist nicht mein Fehler, es ist der Fehler des verdammten Spiels. Aber ich reg mich hier nicht so auf wie bei über Lemmy. Oh, das kommt doch. Werden wir sehen. Verabschiedigt. Was kann der Roy eigentlich für ein Idiot sein, wenn er mitten im Wald hier lebt oder hinterm Wald? Wald der Illusion. So. Ah, okay, doch, ich verstehe es. Roy. Siegfried und Roy. Könnte sein. Ne, Wald der Illusion. Könnte sein. Ja, und Ludwig, der sieht doch aus wie hier Beethoven, also. Man kann ja alles. Ich glaube, die haben sich schon dabei was gedacht. Ja. Ja. Einfach mal zustimmen. Man halt spielt. Schon irgendwas sich dabei deckt. Zig Anspielungen hier.